Hallo, ich grüße euch zu einem neuen Part des Tutorials, wie man Yu-Gi-Oh! Spielt. Heute schauen wir uns an, wie sich Zauber- und Fallenkarten in der Praxis dann auswirken auf das Duellgeschehen, und es geht los. Dieses Mal starten wir mit 4000 Lebenspunkten. Wir haben hier jetzt schon viele Karten gezogen, verschiedene auch. Hier, Fallenkarte Staubtunnel, zerstöre eine Zauber- oder Fallenkarte, die den Gegner kontrolliert, dann kannst du eine Zauber- oder Fallenkarte von deiner Hand aktivieren oder setzen. dann haben wir Muten, Carry, erhöhe die Lebenspunkte eines gewählten Spielers um 200, die haben wir schon im letzten Part aktiviert. Stahlkäfig des Albtraums, dieser Card kann nur für zwei Spielzüge deines Gegners auf dem Spielfeld liegen. Monster können nicht angreifen, zerstöre diese Karte während deiner zweiten Endphase deines Gegners, nachdem diese Karte aktiviert wurde. Und hier eine Feen-Monster-Karte mit 1800 Angriffspunkten. Und Hammerschuss, zerstört das eine offene Monster in Angriffsposition, was die höchste Artikel hat. Bei Gleichstand darfst du wählen. Wir haben Doorface, wir ziehen jetzt. Und wir haben die gute Fallgrubenkarte gezogen. Aktiviert diese Karte nur, wenn der Gegner ein Monster mit 1000 oder weniger oder mehr Artikel als normal oder Flippbeschwörung beschwört, zerstört das Monster. Gut, ich spiele diese Karte natürlich und setze dann die hier in die Angriffsposition. Und Endphase. Jetzt hoffe ich, dass er. Entschuldigung, eine Sie, ein Monster mit einer ATK von 1000 plus beschwört. Nein, sie zerstört mein Monster mit Aufschlagen. Zerstöre das offene Monster, das dein Gegner kontrolliert, das die höchsten Def hat. Bei Gleichstand darfst du eines wählen. Verdammt. Gut, du hast mein Monster zerstört. Ich hasse dich. Und jetzt spielst du Gagagigo. Gut, dass ich meine Falle habe. Das wird ihr Monster zerstören. Denn das Monster hat eine ATK von 1000 plus. Sie setzt eine verdeckte, könnte eine Falle oder eine Zauber sein. Ich tendiere, dass es eine Falle ist. Ich sollte die vielleicht zerstören. Deswegen setze ich jetzt Staubtornado verdeckt. Diese Karte bewirkt, dass ich seine Falle oder Zauberkarte zerstören kann. Und jetzt spiele ich Mojin Curry und erhöhe meine Lebenspunkte um 200. Jetzt könnte ich natürlich diese setzen hier. Allerdings glaube ich, dass diese eine Karte ist, die meine Zauberkarte zerstört. Ich warte jetzt einfach mal. Kann sie uns zwar direkt angreifen, aber ich glaube stark, dass das eine Zauber- oder Fallenkarte ist. Es ist bestimmt eine Fallenkarte, die diese Karte hier zerstört. Jetzt kriegen wir einen direkten Angriff. Das ist allerdings nicht so schlimm. Jetzt aktiviere ich meine Falle und zerstöre ihre Falle. Wabuku, okay, sie verschwenden dir Wabuku. Du hältst in diesem Spiel so keinen Kampfschaden, bei Monster. Monster können nicht im Kampf zerstört werden. Jetzt können wir eine Zauber- oder Fallenkarte durch den Effekt unserer Falle setzen. Um die Gegnerin zu verwirren, setze ich jetzt mal die Zauberkarte hier. Ach, das war der direkte Angriff. Aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt unsere Zauberkarte Hammerschuss. Mit dieser Karte können wir ihr Monster zerstören. Zerstöre das eine offene Monster in Angriffsposition, das die höchsten ATK hat. Bei Gleichstand darfst du eines wählen. Mach's gut. Jerry. So, jetzt erschütze ich mich, indem ich Stahlkäfig des Albtraums spiele. Diese Karte bleibt auf dem Feld durch den Effekt und landet daher nicht auf dem Friedhof. Sie setzt ein Monster in die verdeckte Position und macht gar nichts. Jetzt aktiviere ich meine Fallenkarte Krug der Gier. Wir können eine Karte von unserem Deck ziehen. Das wird unsere Hand wieder auffüllen. Ziehen wir eine weitere, weil wir unsere Draw-Phase haben. So, ich setze jetzt mystische Elfe verdeckt.
damit ich dann im nächsten Zug ein Monster habe, was ich dann als Loot anbieten kann für den herbeigerufenen Totenkopf. Sie erhöht ihre Lebenspunkte um 600. Sie hat jetzt fast doppelt so viele Lebenspunkte wie wir. Und sie spielt zurück zum Anfang. Das ist schlecht für uns, denn jetzt wird unser Monster zurück aufs Deck gelegt. Aber wir sind weiterhin noch geschützt. Zumindest bis jetzt, denn jetzt ist unsere Zauberkarte leider weg. Also gut, ich werde meine Feen nochmal spielen. Leider. Ich hoffe, sie macht keine Tributbeschwörung. Okay, Alpha ist nicht so schlimm. Hat nur eine Angriffskraft von 1400. Ja, sie hat auch eine Elfe gespielt. Ist ja lustig. Aber sie kommt durch unsere Elfe nicht durch. Denn unsere Elfe hat eine Verteidigungskraft von 2000. Sie kriegt jetzt 600 Schaden. Das ist in etwa das, was sie sich gerade eben gegeben hat durch eine Zauberkarte. Und jetzt wird es Zeit für eine Tributbeschwörung. Ich werde jetzt meine Elfe als Tribut anbieten und herbeigerufener Totenkopf in die Angriffsposition beschwören als Tributbeschwörung. Gut, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Ich könnte ihre Elfe zerstören und ihr sehr viel Schaden zufügen. Wie viel Schaden wäre das? 1700. Wir würden ihre Lebenspunkte quasi fast halbieren. Und wir können ihr stärkeres Monster zerstören. Ja, oder ja. Ich glaube, ich lege darauf, jetzt mal ihre Elfe zu zerstören und um ihr möglichst viel Kampfschaden zuzufügen. Na, was ist jetzt? Das hier und das hier. Das war's für ihre Elfe. Jetzt muss sie im nächsten Zug ihren Alpha in die Verteidigungsposition setzen. Jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt vorhat. Ich glaube, sie setzt jetzt eine Fallenkarte. Nein, sie legt... Ja, okay, das ist eine Fallenkarte, ziemlich sicher. Sie hat bis jetzt noch keine richtige Falle gespielt. Aber ich glaube, jetzt ist der Augenblick dafür da, dass sie jetzt eine Falle spielt. So, ich muss jetzt vielleicht irgendwie ein Monster als Köder für ihre Falle benutzen. Und zwar spiele ich jetzt mal den Axträuber in die Angriffsposition. Und greife ihr Verdecktes damit an. Lass deine Falle aktivieren. Na los! Nein! Es ist der Riesensteinsoldat. 2000 Verteidigungspunkte. Okay. Na gut, aber ich muss ihr Monster zerstören, sonst ruft ihr vielleicht ein 7-Sterne-Monster. Und zwar zerstöre ich das hier. Oder das hier. Das hier ist stärker. Jetzt aktiviert die bestimmte Falle. Hallo, es aktiviert deine Falle. Totenkopfwürfel. Wirf einen Würfel. Das Ergebnis wird mit 100 multipliziert. Und bis zum Ende deines Spielzuges, dem ATK und F, werden deine Monster, die dein Gegner kontrolliert, abgezogen. Das klingt jetzt ein bisschen verwirrend. Aber sie darf jetzt einen Würfel würfeln. Und wenn sie eine 6 hat zum Beispiel, darf sie unsere Angriffspunkte um 600 vermindern. Ja, ihr Monster hat eine Verteidigungskraft von 2000. Wir haben eine Angriffskraft von 2500. Sie muss mindestens eine 5 würfeln, um den Angriff abwehren zu können. Keine 5 oder höher. Sehr gut. Reicht nicht aus. Okay, ist ja nochmal gut gegangen für uns. Endphase. Jetzt hat die bestimmt ein Tributmonster gezogen. Na los, spiel den Tributmonster. Ich bin auf alles vorbereitet. Okay, doch nicht.
Affenakrobat. Interessant. Ich könnte jetzt meinen Axträuber opfern und den Richter spielen. Und dann könnte ich zwar ihre Monster zerstören, mache ich auch. Hier kommt eine weitere Tributbeschwörung. Der Richter. So, der Richter zerstört den Alpha. Und der beauftragte Dämon zerstört den Felsensoldaten. Einen zweiten. Gut, an ihrer Stelle würde ich jetzt aufgeben. Ich wüsste jetzt kein Szenario, was auftreten könnte, damit wir verlieren. Nö, sie macht gar nichts. Nicht einmal eine Karte setzen oder so. Sie hat anscheinend ein Tributmonster gezogen, was sie nicht spielen kann. Gut, wir haben eine Falle gezogen für Stärkungen. Erhöht im Spielzug, in dem sie aktiviert wurde, die Angriffskraft eines unserer Monster um 500. Gut, dann machen wir es mit dem Direktangriff und fügen dir 2500 Schaden zu. Das Ganze sah auch schon nach einem richtigen Duell aus, da jetzt Fallen und Zauberkarten im Einsatz waren. Und weitere DPs für uns, die mir helfen werden, in der Story fortzuschreiten. Voranzuschreiten, so ist es richtig ausgedrückt. Gut, im nächsten Part schauen wir uns die Zauber- und Fallenkarten noch weiter genauer an und unterscheiden sie jetzt in verschiedene Kategorien. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer Jan KP. Ciao.